Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sonntagstee hier auf Klönschnack TV. Ich befinde mich hier wieder in meinem Wohnzimmer und ich muss sagen, es ist knapp gewesen, dass ich überhaupt jetzt hier was zu besprechen habe, was Kino angeht, denn es ist Sommer, ich habe frei und bin eigentlich nur unterwegs und habe ganz, ganz viele Dinge zu tun und bin eigentlich kaum noch im Kino gewesen. Es liegt aber auch vielleicht daran, dass kaum Filme gelaufen sind, die irgendwie relevant waren, irgendwie besonders waren. Ich weiß auch nicht. Ich habe heute tatsächlich den letzten Tee in der Reihe der Kuchentees, sage ich mal, von Teekanne. Das ist heute der Lemon Cake, der mir gefehlt hat. Der war ja nun in meiner Schatztruhe drin. Also als Geschenk. Und ich kann ihn gerne nochmal probieren. Also der ist... Oh, er riecht direkt wirklich wie ein Zitronenkuchen. So mit Guss drauf sogar. Das ist Hammer. Oh, es ist großartig. Also gehört definitiv auch ein mit zu den Besten in dieser Reihe. Und kann ich nur empfehlen. Also es sind, wie gesagt, diese vier Tees. Lemon Cake, Strawberry Cheesecake, Caramel Apple Pie und Blueberry Muffin. Also Kosten, ich glaube, knapp 2,50 um den Dreh rum. Plus, minus 20, 30 Cent. Ist erstmal teuer, aber man hat da ja auch ein bisschen was von. Und es lohnt sich wirklich für nebenbei einfach mal. Und für Teeliebhaber und Gebäckliebhaber, die es auch nicht unbedingt so ungesund haben möchten, dieser Tee ist super. Gönnt euch den. Ich bin gespannt, ob da noch was Neues kommt. Sobald natürlich irgendwie eine neue Sorte kommen sollte, werde ich die auf jeden Fall hier mir auch genehmigen. Das ist ganz klar. Aber bis dahin spreche ich erstmal darüber, was ich gestern im Kino gesehen habe. Und zwar war das Ice Age 5 Kollision voraus. Ja, wie fange ich damit an? Also, ich habe tatsächlich Ice Age 3 und 4 nicht gesehen. Ich habe vor Ewigkeiten mal den zweiten Teil gesehen, aber ich glaube auch nur einmal. Und den dritten habe ich damals angefangen. Der lief, glaube ich, im Fernsehen und ich habe den angefangen, bin aber dann irgendwann rausgegangen. Also das war noch, als ich bei meinen Eltern gewohnt habe und die haben den geguckt und dann bin ich irgendwann aus dem Wohnzimmer raus, weil ich mir dachte, boah, irgendwie ist mir das zu blöd. Aber ich wollte Ice Age nochmal eine Chance geben. Der erste Teil war super toll, meiner Meinung nach. Und alles andere war irgendwann so, ja... Und ich bin ins Kino gegangen und dachte, okay, vielleicht wird es ja wieder lustig. Was hat mich dort erwartet? Ja, es ist natürlich wieder klar, Scrat ist an allem schuld. Wie irgendwie eigentlich immer. Scrat hat, das sieht man direkt schon am Anfang, deswegen kann ich das auch erzählen. Scrat hat mit seiner Eichel, diese Rieseneichel, die er halt immer dabei hat und um die es eigentlich bei ihm immer geht, hat er es wieder geschafft, irgendwie was kaputt zu machen und dadurch hat er ein Raumschiff, was im Eis gefroren war, gestartet und damit mit ganz, ganz vielen Verkettungen das Sonnensystem erschaffen und aber leider auch einen Asteroiden auf die Erdbahn auf die Erde losgelenkt. Und darum geht es in dem Film, dass dieser Asteroid auf die Erde zurast und wie jetzt unsere Freunde diesen Asteroiden bekämpfen oder beziehungsweise das Schicksal der Erde beeinflussen und es vor dem sicheren Tod retten wollen. Ja, Scratch natürlich wieder der heimliche Held des ganzen Films. Aber ansonsten muss ich sagen, ja, das ist Ice Age. Ich kenne Ice Age noch mit Diego, Sid und Money und das war's. Das war super. Und jetzt ist Mannys Frau dabei und Mannys Tochter und davon der Freund und dann noch zwei Opossums und noch ein Wiesel und noch eine Sid-Oma und eine Frau für Diego und noch eine und. Wir haben massig viele Charaktere und es ist einfach zu einem super Franchise ausgebaut worden. Es ist riesig groß. Mich wundert eigentlich, dass es noch keine Ice Age-Serie gibt, wie bei den Pinguinen von Madagaskar oder ähnliches. Das wundert mich, aber okay. Krass groß. Aber was soll ich sagen? Es ist Ice Age mit UFOs, Ice Age mit Glitzerkristallen, die magnetisch sind, Ice Age mit dem Weltall, mit irgendwelchen Gedankenspielen, wo Roboter und irgendwelche komischen Figuren in Köpfen rumlaufen. Also es ist total abgespaced und komplett, ja, es ist fast schon eine Science-Fiction-Geschichte. Es ist der Hammer. Und das ist für mich ein bisschen zu viel gewesen, muss ich ehrlich sagen. Der Film war lustig, war auch am Ende echt gut, meiner Meinung nach. Also echt gut, was ist echt gut? Er war schon unterhaltsam. Die erste Hälfte hat mich furchtbar gelangweilt. Da ist eigentlich nichts wirklich passiert. Und im letzten Drittel wurde es dann interessant. Da wurde es dann ein bisschen spannend. Es waren coole Charaktere auch dabei, es war ganz lustig.
aber er kommt überhaupt nicht an den ersten ran. Und ich fand den zweiten schon nicht mehr so toll. Habe aber gehört, dass der zweite und dritte eigentlich echt gut sind und der vierte schon eher so, aber das ist auch Ansichtssache. Ich fand es jetzt okay, ich muss den nicht nochmal sehen. Und wir waren noch mit dem Kumpel da und der hat gesagt, ja, netter Film, aber nicht fürs Kino. Der lohnt sich definitiv so zwischendurch mal zu Hause. Gerade wenn man Kinder hat, die haben da bestimmt richtig Spaß dran. Es waren auch viele Kinder mit in der Vorstellung. Die haben da wirklich Spaß dran. Es ist sehr, sehr Slapstick-lastig. Und wenn ihr Kinder habt oder selbst Kinder seid, gerne anschauen, macht bestimmt Spaß mit denen. Alleine, so nur für Erwachsene. Oh, da muss man schon echt Hardcore-Fan sein, um das Ding richtig abzufeiern. Ansonsten ist es ein netter Film für zwischendurch, den man nicht unbedingt im Kino gucken muss. Ja, das war es tatsächlich, was ich diese Woche im Kino gesehen habe. Mehr kommt leider nicht. Ich weiß auch nicht, wie das nächste Woche wird, denn ich bin tatsächlich auch nächstes Wochenende nicht da. Leider Gottes. Und kann keine Kinofilme schauen. Aber vielleicht schaue ich in der Woche noch einen, aber da kommt wahrscheinlich ja auch nichts Neues raus. Also es kann sein, dass da nächste Woche auch nicht wieder viel kommt, aber das ist halt das Sommerloch. Wir alle kennen das Sommerloch, aber es kommt auch wieder Besserung, denn es wird bald Ghostbusters zum Beispiel starten. Im August kommt Suicide Squad und so weiter. Also es kommen noch einige nette Sachen auf jeden Fall. Und ansonsten fällt uns schon irgendwas ein. Und ich sag mal so, bevor die Sommerferien enden, möchte ich auf jeden Fall von den drei neuen Rubriken, die ich letzte Woche angekündigt habe, eigentlich von jeder Rubrik noch mindestens ein Video hochladen. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ja, das war's schon für diese Woche. Wir sehen uns hoffentlich dann nächste Woche zu einem Sonntagstee oder irgendetwas anderem. Wie gesagt, Sommerferien sind immer ein bisschen Ausnahmezeit. Da passiert einfach auch nicht viel im Kino. Man ist viel weg, man ist im Urlaub. Ich bin selbst Ende Juli bzw. Anfang August bin ich auch nicht da. Da bin ich nämlich auf dem Festival Wacken. Und vielleicht gibt es da einen kleinen Bericht von am Ende. Mal schauen. Auf jeden Fall wird es da auch keinen Sonntagstee geben oder vielleicht nur eine Ersatzleistung. Bis dahin, aber bis zur nächsten Woche. Ich wünsche euch eine schöne sonnige Sommerwoche. Ahoi.